Und damit hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur mittlerweile 400. Folge SnowRunner. Oh Gott. 400 Folgen SnowRunner, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist jetzt die 400. Folge. Das heißt, wir haben bei ungefähr einer halben Stunde im Schnitt haben wir hier ungefähr 200 Stunden SnowRunner nur Let's Plays produziert. Ja, gut. Es wird jetzt... Also, ne, das gibt jetzt keine besonders spannende Folge. Wir machen einfach mit unseren Sachen hier diesmal weiter. Cousin Cletus ist die Aufgabe. Wir sind auf Dormant Island, nur nochmal zur Erinnerung. Und zwar, ich bin Chris von Dyson. Jemand hat eine Ladung Fracht verloren, die ich ihm anvertraut habe. Ich sage nicht, dass es mein Cousin Cletus war, aber könntest du die Ladung finden, sonst werde ich gekündigt. Zweimal Ölfässer, einmal da und einmal da. Wir fahren das Ganze mit dem Goliath, weil der hat einen Kran drauf. Ich hoffe, der Kran reicht für das zweite Ölfass, was da irgendwo bergab liegt. Mal gucken. Als erstes sammeln wir aber das Ölfass hier oben ein. Das sollte jetzt nicht so das große Problem werden, würde ich jetzt mal behaupten. Notfall können wir, glaube ich, hier auch runterfahren. Ne? Also, Bara, auch wenn heute Geburtstag ist, hier frei hast du nicht. Ist nicht. Keine Zeit dafür. Wir müssen ja die 100% hier unter voll kriegen. Das ist zumindest auch so der Plan für heute. Ich bin, ja, ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, wie lange wir brauchen. Ob wir dann noch kurz was Zweites machen. Das ist immer bei Aufgaben ein bisschen schwerer einzuschätzen, finde ich. Aufträge kann man vorher schon grob einschätzen, weil die ja meistens auch längere Fahrstrecken haben. So grob, wie viel Zeit man dafür braucht bei den Aufgaben. Gerade wenn es Karten sind, die man nicht brandaktuell fährt. Und die Strecken dann auch nicht mehr so gut einschätzen kann. Ist das dann immer schwierig. Genau, wir fahren jetzt hier erstmal weiter links rum. Und holen da oben unser Fässchen ab. Ja, 200 Folgen. Ich wurde schon gefragt. 400 Folgen. 200 schon. In etwa. Ich wurde schon gefragt, ob ich, als ich damit angefangen habe, gedacht habe, dass ich das so lange mache. Nee. Erstmal war, wusste ich nicht. Oh, das ist doch ganz schön. Na, wir gucken mal. Erstmal wusste ich selber nicht, wie lange mir das Spiel Spaß macht. Und wusste ja auch nicht, dass ich dann hier doch so ab und an ein paar Menschen finden, die sich das Video angucken mögen. So, aber erstmal unser erstes Fass hier hoch. Ich glaube aber. Gott. Wir können wahrscheinlich noch irgendwie eine zweite Aufgabe damit ranhängen, so von der Dauer her. Nach da hinten dürften wir jetzt nicht allzu lange brauchen. Also vorausgesetzt, wir kommen mit dem Kran wirklich da hinten hin. Shit. Hat die da stehen? Gucken, ob wir die verladen kriegen schon. Ja. Gut, bei der zweiten müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie mal abkoppeln. Aber da gucken wir dann, wenn wir fertig sind. So, jetzt müssen wir hier einmal umdrehen. Block-Trailer. Das war ein bisschen zu weit. Stopp, 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 stopp. Mal den mal wieder raus. Oh, die Wurzel da stört. So, jetzt kommen wir hier auch. Gut.
Ja, wie gesagt, das war also für mich am Anfang doch nicht absehbar. War ja auch mit so eins der ersten, so wirklich relativ seit Anfang des Kanals ist das der mit dabei. Und das war halt auch noch so die große Austestphase, worauf ich Bock hab. Und was so Spaß bringt, ne? Da bleibe ich ja auch. Beides ist mir egal, was in irgendwelchen Trends oder so ist. Ich muss halt Spiele spielen, wo ich auch Spaß dran habe. Und nicht, was die meisten Klicks gibt. Das, pff, davon habe ich nichts. Also doch mehr Klicks, aber die mehr Klicks sind mir relativ egal erstmal. Dadurch, dass ich damit kein Geld verdiene, wollte ich da auch mir überhaupt keine Gedanken drum machen. Ne? Die YouTuber, die damit natürlich ihr Geld verdienen, da verstehe ich auch, dass sie dann auch durchaus mal Sachen bringen, die entsprechend halt gerade irgendwie im Hype drin sind. Das ist ja völlig normal, ne? Die, wie gesagt, die verdienen damit ihr Geld und die wollen damit auch ihr Geld verdienen. Und dann muss man ja auch gucken, wo man bleibt. So, müssen uns jetzt hier erstmal wieder durchfriemeln. Wie beim letzten, also da wir beim letzten Mal ja auch durchgekommen sind, sehe ich jetzt irgendwie keinen Grund, warum wir jetzt hier nicht durchkommen sollten. Den Rückweg fahre ich vielleicht sogar auch wieder einfach so, wie wir beim letzten Mal hier wieder runtergekommen sind. Na, mal gucken. Wobei, nö, ich glaube, da kommen wir diesmal hier ganz gut lang. Sehr schön, sehr schön. Bisher läuft da doch 1A. Das ist halt echt weit unten, ne? Ich weiß echt nicht, ob wir mit dem Kran da rankommen. Das kann gleich echt ein Problem werden. Hier muss ich doch noch einen großen Kran vielleicht holen. Aber erstmal fahren wir an die Stelle und dann gucken wir und machen uns dann Gedanken. So. Aber wir kommen hier auch nicht unten ran, oder? Ah Gott, wir gucken. Wir fahren mal die Stützen vorsichtig raus. Kranmodus. Gar keine Chance. Stopp. Gucken, ob es hilft. Nee. Vielleicht von da drüben. Vielleicht probieren wir es von da drüben. Moment. So. Rückenstück. Rückwärtsgang hilft da auch. Ich mache den Anhänger hier erstmal kurz ab. Dann gucken wir mal, dass wir hier oben rumfahren und uns da nochmal eine Klippe stellen. Ich würde sagen, rückwärts, rückwärts. Das sollte vielleicht ganz gut funktionieren. Da sind wir nochmal ein Stückchen näher an der Ladung dran. Vielleicht reicht das dann. Stopp. Ah.
Eieiei. Hart an der Klippe arbeiten hier. So, Stützen machen wir trotzdem wieder raus. Einfach. Damit wir sie haben. Komm schon, 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 komm schon. Ja, es reicht auch nicht. Kommen wir damit noch einen Ticken weiter runter. Das reicht. Okay. Fahr erstmal ein Stück vor. Okay. Okay, okay. So, dann können wir das Ganze hochziehen. Gewusst wie, ne? Ich sehe nicht, wie hoch die ist. Ein Stück nach oben kann sie ruhig noch. So, haben wir sie doch erstmal, oder? Gut. Dann, die Stützen sind ja draußen noch, ne? Die können schon mal weg. Dann fahren wir mal vorsichtig mit der ausschwingenden Ladung hier. Mal kurz hier hin. Wir müssen hier dann auch gleich umdrehen. Das wird noch lustig. So. Kran können wir schon mal wieder herstellen. Dann müssen wir hier ein bisschen wenden. Dass wir hier wieder ankoppeln können. Das reicht nicht. Das reicht immer noch nicht. Komm. Sehr schön. So, jetzt. Das sollte passen. Ankoppeln. So. Passt. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Kommen wir hier oben? Oh, wir müssen nicht umdrehen. Das ist cool. Das ist cool. Dann fahren wir hier oben längs. Da können wir nämlich uns die Ecke hier nochmal angucken. Die fand ich ja am Anfang bei dem einen Auftrag ziemlich lustig. Also fahren wir geradeaus. Dann brauche ich nicht großartig wenden. Zeit haben wir sowieso noch ein bisschen. Ja, das ist alles cool. Aber wo geht denn der Weg jetzt genau lang? Der hier unten lang? Ja. Okay, wir bleiben im Lastgang. Einfach, um hier nicht irgendwie so ultra schnell um die Kurven zu ballern. Sehr schön. Der Preußenbahnhänger macht wieder Preußenbahnhänger-Dinge. Fährt uns einfach stumpf hinterher. Und kippt auch einfach nicht um. Gut. Ja, ich hatte schon vor ein paar Tagen überlegt, was ich denn irgendwas Cooles für die 400. Folge zu machen. Mir ist so spontan nichts eingefallen, was halt zeitlich umsetzbar gewesen wäre. Deswegen ist Folge 400 normal. Mal gucken, wenn wir Folge 500 erreichen, dann machen wir wieder irgendwas Cooles. Gucken. Besten Trucks, die ich bis dahin gefahren bin oder so. Oder so ein Zusammenschnitt aus den dämlichsten Szenen aus SnowRunner von aus dann 500 Folgen oder so. Gucken. Da ist aber ja 100 Folgen ist noch ein bisschen hin. Das noch ein bisschen hin. So. Genau, da vorne kommt nämlich die Engstelle. Hier sind wir mit so einem riesen Auflieger
oben gefahren und das war hier echt knackig eng. Gerade hier so die Ecke, der ist überall hängen geblieben. Ich bin an diesen zweieinhalb Kurven hier hoch. Ich glaube, 20 Minuten gesessen, um hier einmal rumzukommen. Mit dem Hin- und Her-Rangiere. Also bis hierhin quasi. Das war schon knackig. Das war in der Tat knackig. Aber hat super Spaß gemacht, der Auftrag. Ich glaube, Mussten wir das nach Smithville rüberbringen? Wir sind auf jeden Fall die Hauptstraße dann durchgefahren. Das weiß ich. So, sind wir hier geradeaus? Ich glaube, ne? So, hat unser Schwack das heute echt hingekriegt, ohne zusätzlich. Oh ja, wir müssen ganz nach hier unten. Okay, dann fahren wir halt ganz nach da unten. Ohne zusätzlichen Kran. War zwar ein bisschen freischwingt die ganze Geschichte hinten an den Hinterachsen, aber hey. Irgendwie lief das. Wenn wir hier noch im Originalspielstand, also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja sowieso noch gar nicht mit Mods gespielt oder so. Wären wir hier noch im Originalspielstand drin gewesen, dann hätte ich mit Sicherheit noch einen zweiten Truck dazu geholt. Wo ist denn die Abbiegung? Ist die da vorne? Ja. Also einen richtigen Kran-Truck mit einem großen Kran. Ach, guck mal, da hinten, stimmt, da hinten liegt ja diese Boot. Eieiei. Einfach das Boot. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob das von euch jemand gesehen hat. Die Serie Green Arrow. Da ist er ja am Anfang auch auf so einer Insel und da liegt er auch so ein halb versunkenes Boot. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Gut, der Rest der Insel passt hier nicht dazu, weil die ja unbewohnt war, aber es war auch so ein Frachter, der da so halb versenkt lag. Ja, Frachtverwaltung. 1, 2. Das war knapp. Ich bin immer noch in der Probezeit. Meine Lektion habe ich jedenfalls gelernt und werde mal keinem tun nicht gut, wie Cletus mir trauen. Ich stehe in deiner Schuld und kann weiter Alimente zahlen. Oh, die arme Sau. Die arme Sau. Sehr schön. Gut, haben wir das doch geschafft. Wir haben hier aber noch mehr. Lieferung zum Frachtlager. Was ist das hier, ne? Da unten. Spezialfracht. 3 Stück. 1, 2, 3. Ja, ich würde sagen, die machen wir beim nächsten Mal, oder? Die verlorene Lieferung. Dann machen wir an der Stelle jetzt wirklich Schluss. Wieder nur eine etwas kürzere Folge. Aber das macht ja nichts. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Haben wir die 95? Wir haben die 95. Jetzt sind noch 4 Aufgaben und ein Wettkampf. Ja. Yep. Gut. Und dann machen wir jetzt Schluss. 20 Minuten passt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch bei Folge 401 wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.